Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, das, was wir heute beraten, ist der Schlusspunkt und Neuanfang zugleich. Ich möchte noch mal betonen, lieber Herr Kollege Mirsch, dass der dickste Punkt, nämlich der Ausstieg aus der Kernenergie, schon eine ganze Weile beschlossen ist und ich mich jetzt schon ein bisschen echauffiert habe, weil Sie versucht haben, die Diskussionen von gestern wieder anzustoßen. An der Stelle, das ist ohne Not, glaube ich. Das wäre nicht notwendig gewesen. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, war das, was Sie gesagt haben und was die Frau Kollegin entsprechend ergänzt hat gerade, Kollegin Schröter gerade ergänzt hat, etwas, was schon auch unfair ist gegenüber den Eidforderern auch Ihrer Partei. Denn natürlich ist es Leuten wie Helmut Schmidt auch damals darum gegangen, dieses Land mit Strom zu versorgen, dafür, dass uns Wohlstand zuwächst und Industrie funktioniert. Das muss man doch mal deutlich sagen. Und eigentlich sollte uns jetzt genau diese Frage umtreiben, was denn nach dem Ausstieg kommt. Das ist das entscheidende Thema. Wie schaffen wir es, zuverlässig und kostengünstig dieses Land mit Strom zu versorgen? Das ist die entscheidende Frage. Die sollte man diskutieren und nicht über die Frage von vorgestern hier an der Stelle philosophieren. Und ich glaube, dass, wenn es um Schlusspunkte geht bei dem Thema Kernausstieg, dass es in dieser Großen Koalition gelungen ist, zwei weitere zu setzen. Zum einen Schlusspunkt der Finanzierung und Organisation von Rückbau, Zwischen- und Endlager. Etwas, was übrigens, Herr Mirsch, sehr wohl einkalkuliert ist. Deshalb haben wir ja auf die Rückstellungen der Kernkraftversorger tatsächlich zurückgreifen können. Also insofern ist es auch objektiv falsch, wenn Sie sagen, das sei nicht einkalkuliert gewesen. Ist einkalkuliert. Wir greifen darauf zurück, nehmen das Geld verursachergerecht und werden dafür sorgen, dass damit ohne zusätzliches Risiko für die Steuerzahler dann auch die Endlagerung organisiert wird. Und dafür tun wir heute einen weiteren entscheidenden Schritt, indem wir die formalen Voraussetzungen für ein Standardauswahlverfahren hier sichern. Das ist ganz wichtig und das oberste Gebot, meine Damen und Herren, muss sein, bestmögliche Sicherheit. Bestmögliche Sicherheit. Dass das parteiübergreifend, ja geradezu überparteilich und auch gesamtgesellschaftlich fundiert gelingt, ist etwas ganz Besonderes. Ich gebe ganz offen zu, dass ich kein Fan von Kommissionen bin, überhaupt nicht. Denn ich glaube, niemand repräsentiert die Gesellschaft in diesem Land besser als der Deutsche Bundestag. Aber in diesen zwei Ausnahmefällen, über die wir heute reden, glaube ich, war es vernünftig, das zu tun. Und es war auch erkenntnisreich. Denn mich hat auch ein bisschen verwundert, die Pilatus-Strategie einiger Umweltverbände, die dauerhaft sich ihre Hände in Unschuld waschen wollen und die überhaupt nicht geneigt waren ursprünglich, sich an diesem schwierigen Thema zu beteiligen. Umso bemerkenswerter finde ich, dass die Grünen, jetzt will ich Sie gerade loben, wenn Sie nicht dazwischen schreien, tue ich es auch noch, ja, umso bemerkenswerter finde ich, dass die Grünen, Frau Kotting-Ohl, ist in ihrer Rolle bereits gewürdigt worden, diese Verantwortung annehmen. Dafür herzlichen Dank und Anerkennung an der Stelle. Und an den einen oder anderen, Herr Mirsch von der SPD, schauen Sie sich an, wie sich die Linke verhält. Das ist aufschlussreich für die Zukunft, glaube ich. Auch das sollte man durchaus tun. Nun haben wir gestern vom neuen Bundespräsidenten gelernt, dass es in der politischen Orthographie keinen Schlusspunkt, sondern nur Kommas gibt. Und nach diesem Komma steht eines ganz klar, nämlich Verantwortung in einer Zeit, die nicht ganz einfach werden wird. Standortsuche bis zum Jahr 2031 nehmen wir uns Zeit. Ich halte es auch für richtig, dass wir den Fokus auf die hochradioaktiven Abfälle richten. Das war sicher auch ein gutes Ergebnis des parlamentarischen Beratungsprozesses, weil es das Verfahren stringenter macht. Es ist, wie alle Redner vorher betont haben, ein großer gemeinsamer Erfolg. Ich will mich dem Dank anschließen an die Berichterstatter, die
Mitarbeiter, auch im Ministerium insbesondere, auch an die Ministerin. Der wäre noch ein bisschen euphorischer ausgefallen, wenn Sie, Frau Ministerin, die Seele der Atomkraftgegner nicht gar so massiert hätten, sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem will ich ganz ausdrücklich betonen, dass es auch Ihr Erfolg ist, weil Sie mit Beharrlichkeit immer dafür geworben und davon überzeugt haben, warum dieses Gesetz nun gerade an der Stelle erfolgreich ist. Vielen Dank dafür. Dieser Kompromiss, das haben wir gehört, verlangt allen etwas ab. Ich bin der Überzeugung, dass mit dem Ergebnis keiner so unzufrieden sein kann, dass er dem Gesetz nicht zustimmen könnte. Und wenn ich sage, alle müssen an der Stelle Kröten schlucken, dann gilt das natürlich auch mit Blick auf die Anforderung an eine weiße Landkarte. Nur so wird dieser Prozess unangreifbar, das ist richtig, und nur so kann man diesen Argumenten, Gorleben sei aus politischen Gründen überhaupt in den Fokus geraten, entgegenwirken. Das heißt aber auch, meine Damen und Herren, dass wenn man das Verfahren so macht, wie wir es jetzt vorhaben, dass Gorleben nicht unwahrscheinlicher, sondern wahrscheinlicher wird. Und deshalb sind ja ein paar in dem linken Lager tatsächlich so aufgeregt an der Stelle. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt zum heutigen Zeitpunkt jedenfalls wissenschaftlich, und da muss man nicht Geologe sein, man muss nur lesen können, wissenschaftlich keine wirklichen technischen Einwände gegen Gorleben, weshalb wir darauf gedrungen haben, dass Gorleben tatsächlich im Fokus bleibt. Wir haben 2 Milliarden Vorinvestitionen an der Stelle, und eine weiße Landkarte wäre, wie Ministerpräsident Kretschmann das richtig und seriös dargestellt hat, ohne Gorleben nicht möglich. Und deshalb danke ich Ihnen, Herr Ministerpräsident Kretschmann, für diese Klarheit, auch wenn ich weiß, dass man nach Shakespeare hier die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks auf sich ziehen wird als grüner Ministerpräsident, wenn man das so klar macht. Aber das zeichnet sich hier in ganz besonderer Weise aus. Ich Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen über Bayern. Das Glück Bayerns machen wir nicht an Personen fest, sondern am Erfolg. Und wenn wir dann eine Erfolgsbilanz ziehen am Schluss und Bayern und Baden-Württemberg nach dem Ende beider Ehren vergleichen wird, lieber Herr Kollege, dann wird man sehen, wer am Schluss besser dasteht. Ich weiß, wie es ausgehen wird, und Sie werden es erleben. Ich danke allen, die hier über den Schatten gesprungen sind, auch wenn ich merke, wie schwer es Ihnen fällt. Ich spreche jetzt nicht vom Krötenschlucken, weil ich weiß, dass da die Grünen insbesondere ein paar naturschutzrechtliche Bedenken hätten an der Stelle. Aber ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, dass uns das Gesetz tatsächlich Ehre macht. Ich will aber auch sagen, dass auch die andere Seite, unsere Seite, eine solche Kröte schlucken musste. Meine aber schon, dass auch in dem Gesetz durchaus auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir von vornherein klar ausschließen, das Thema Granitgestein, weil es zerklüftet ist, weil es deshalb keinen Sinn macht. Aber wir haben gesagt, wir lassen es im Topf, wir lassen es im Fokus, weil wir uns nicht einem politischen Vorwurf, der hier sofort reflexartig kommt, aussetzen will. Trotzdem glaube ich, dass in diesem Gesetz, und da bitte ich genau hinzuhören jetzt, in diesem Gesetz ganz klar zum Ausdruck kommt, dass eine Endlagerung in kristallinen Gestein, das wie gesagt zerklüftet ist und deshalb auf technische Barrieren angewiesen wird, dass das zum Ausdruck kommt im Gesetz, dass das nur die zweitbeste Möglichkeit sein kann. Das will ich an der Stelle ganz klar unterstreichen. Und wer es nicht glaubt, der soll mir doch mal genau erklären an der Stelle, wie man bei dem angesprochenen Zeitraum von 1 Million Jahren einen Langzeitsicherheitsnachweis bringen will für irgendwelche technischen Behältnisse. Da ist die Geologie an der Stelle. Da ist die Geologie an der Stelle einfacher zu belegen, auch mit den klaren Schwierigkeiten, die ich gerne bestreiten will. Aber ich halte es für jedenfalls klar wahrscheinlicher, dass ein einflusswirksames Wirtsgestein an der Stelle
Vorteile haben muss, wenn man über die Frage diskutiert, was kann da, was wird da in den nächsten Millionen Jahre passieren. Und es wäre schon eine eigene Hybris, die zu dem, was Sie doch hier immer kritisieren, überhaupt nicht passt, wenn man sagt, wir lösen das Problem technisch an der Stelle. Und deshalb glaube ich, dass wir gemeinsam alle miteinander intelligente Formulierungen gefunden haben, um klarzustellen, was das zweitbeste Konzept ist, auch wenn man natürlich am Schluss auf politische Formulierungen angewiesen sind, ist die dann vielleicht an der einen Stelle an Klarheit entbehren. Aber das war eben auch geschuldet dem Thema weiße Landkarte. Alle sind mit dabei, alle Bundesländer nehmen ihre Verantwortung wahr, alle sehen das, alle unterziehen sich der Anfangsprüfung. Und wir werden dann uns an der Wissenschaftlichkeit festhalten, so wie das Ministerpräsident Kretschmann vorhin beschrieben hat, die entscheidend am Schluss ist für die Frage, wofür entscheiden wir uns, eben nicht politische Maßstäbe, nicht Maßstäbe des Protestes, sondern Maßstäbe der Wissenschaftlichkeit, die an der Stelle dann entsprechend zum Ausdruck kommen. Und ich glaube, dass das richtig ist und dass es auch insbesondere wichtig und richtig war, diese Schritte, so wie sie heute beschrieben wurden, zu gehen, dass wir die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Endlagersuche geschaffen haben, die dazu führen, dass wir ab 1. Juli dieses Jahres 23,6 Milliarden Euro an Geldern von den EVUs bekommen, um das Thema finanzieren zu können. Was uns natürlich auch wieder dazu verpflichtet, meine Damen und Herren, diesen Schritt heute zu gehen. Man kann nicht erst das Geld einnehmen und dann sagen, wir können uns aber nicht entscheiden, wie wir dann weiter verfahren wollen. Das wäre falsch. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass wir eine Bundesgesellschaft für Endlagerung bereits eingerichtet haben, eine weitere Verpflichtung ausmacht, heute diesen Schritt zu gehen, dem zuzustimmen. Und drittens, und das halte ich auch für ganz wichtig, da spreche ich auch etwas für meinen Wahlkreis, in dem Gundremmingen liegt, wir sind auch verpflichtet gegenüber denen, bei denen es Zwischenlager mittlerweile gibt, eine Perspektive zu nennen. Wie lange das geht, wie es weitergeht, und das tun wir mit dem heutigen Tag. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich möchte es noch mal ganz deutlich unterstreichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich erteile das Wort der Kollegin Hildur Lotze für die SPD-Fraktion.